Ja, in diesem Level kann man komischerweise so lange atmen, wie man möchte. Da, ja, dachte sich Sonic einfach mal, nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Was war denn das jetzt? Atmen wollen wir etwa länger, wa? So, der Boss ist wirklich... Da ist nichts schwer. Man muss sich einfach ganz an den Rand stellen. Dann treffen wir ihn diese Feuerkugel-Dinger nicht. Die Dinger treffen wir ihn sowieso nicht. Und, ja. Mann, ich hätte das Let's Play jetzt wirklich gerne gemacht, ohne zu sterben. So, ducken wir uns mal, wenn es cool aussieht. Ich finde ja Sonic, also ich muss sagen, seine Mega Drive Sprites finde ich nicht so schön wie die Master System Teile hier. Also, er sieht hier irgendwie viel schöner aus, muss ich sagen. Weil beim anderen war er irgendwie so, keine Ahnung, nicht so pixelig. Und Sonic muss pixelig sein. Nicht pixeliger Sonic, das geht einfach nicht. Und ja. Es wurde ja Project Needlemouse, das neue jetzt, also wurde angekündigt, dass Sonic 4 kommen soll. Obwohl Sonic 4 schon rausgekommen ist. Weil, also es gibt schon ein Sonic 4, aber jetzt wurde ein Sonic 4 für die Stores der neuen Konsolen angekündigt. Also Xbox Live und jetzt nicht von der PlayStation, keine Ahnung, ich habe keine PlayStation. PlayStation Network oder sowas da. Oder PlayStation Store ist der da. Ja, keine Ahnung. Und Xbox Live Store sind die und Nintendo. Ich weiß gar nicht, ob für Nintendo-Konsole es auch kommt. Ich denke mal schon. Ja, ist genauso, soll genauso aussehen wie die hier, so. Nur, ich glaube, auf dem Mega Drive Standard dann halt. Oder ein bisschen höher gebohrt, oder keine Ahnung. Aber irgendwie, keine Ahnung, soll ja episodic-mäßig sein. Also, dass jede Woche oder jeden Monat ein neuer Teil rauskommt, den man sich dann kaufen kann. Und ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt in einer neuen Welt, die wirklich nervig ist. Muss ich jetzt mal ganz so sagen. Natürlich. In diesem Teil sind die Feuerteile übrigens nicht so gefährlich wie in anderen. In anderen Teilen sind die viel länger und... Oh, ich will das Leben haben. Yeah. Na. Wer wusste es jetzt von euch? Bitte schreibt in die Kommentare. Wer wusste das jetzt? Also ich wusste es. Aber ich habe gehofft, dass es nicht passiert. Und man sieht, also von diesen Dingern, die hier aufgehen. Man sieht immer, welches aufgeht, indem man... da, die Punkte. Das sind die Seiten, von denen man die aufmachen kann. So, schnell rüber. Also das erste Level hier ist noch... relativ... Normal, da geht's nur geradeaus. Ih, weg da. Und ja, man ist eigentlich völlig sinnlos, die Ringe einzusammeln, außer man will ein extra Leben haben, aber ihr seht ja, auch ohne, dass ich andauernd, natürlich, andauernd die Ringe einsammle, habe ich auch meine Leben voll. Mehr als voll. Okay. Ich werde jetzt hier nicht meine ganzen Ringe verlieren, weil ihr müsst wissen, ohne Ringe ist man tot. Habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Ja, es reicht ja nicht, das ganze Spiel weil in jedem Level nur einen Ring zu haben. Dann ist man vor dem Game Over geschützt. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Vor allem bei den Endbossen nicht. Weil die... Teilweise muss man braucht man eine Weile, bis man die hat. Yeah, da sind wir. Hm. Ja, ich muss ja dann die Teile hier irgendwie zerschneiden. Weil ich habe keine Ahnung, wann ich vorhin angefangen habe. Ich habe schon jetzt wieder 20 Minuten aufgenommen mit den, also die jetzt an einem Stück sind. Davor, also ich glaube mal 40 Minuten habe ich jetzt, also 4 Parts. Schätze ich einfach mal. Hier muss man an einer Stelle runterfallen. Ich hoffe mal, dass ich mich erinnere, wo das war. Ja, ich denke mal schon. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Hier kann man sich hier mit dem Ding hier durchrollen. Jetzt war es natürlich nicht nötig. Oh, ist das immer nervt. So durch. Ja, ja, also... Wenn man nach rechts und nach unten geht, dann rollt sich der kleine Igel zusammen und killt halt Monster, indem er sich zusammenrollt und rollt. Und vor allem wird man dadurch dann auch erst richtig schnell, weil wenn, also ihr habt ja schon gesehen, so eine paar Klippen teilweise. Oh ja, ist okay. Also ein paar Klippen, da kann man dann... sich zum Ball machen, runterrollen, dann ist da unten so eine Rampe und dann fliegt man da ganz weit rüber, ja. Ich hätte mehr darüber reden, wie was gerade im Spiel passiert und nicht allgemein über das Spiel. Weil es wird, glaube ich, ziemlich langweilig, oder? Es ist langweilig, meine Let's Plays zu gucken, bitte sagt's mir. Dann höre ich auf. Nein, niemals.
Niemals. Ihr werdet mich nie wieder los. So. Ach, da komme ich ja später lang. Stimmt. Ich höre jetzt erstmal den Diamanten. Dazu muss man hier hoch. Hier hoch. 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 Diamant. Nein, noch nicht. Man geht erstmal hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Dann ist hier ein Loch. Dann ist da ein Loch. Dann ist da noch ein Loch. Und hier fällt man einfach runter. So. Ja, das muss man sich erstmal trauen, da runter zu fallen. Ich bin beim ersten Mal. Also, hier war ich damals nie auf meinem Master System. Also, das habe ich heute alles erst entdeckt. Man muss erstmal darauf kommen, dass man da runterfallen muss. Weil eigentlich will man es ja vermeiden, irgendwo runterzufallen. Aber da hat mich halt das Feuer erwischt einmal und da bin ich da runtergefallen. Das war echt Glück und so. Und wir kennen kleine Schweinchen, weil das lustig ist. So, jetzt müssen wir erstmal... Nein? Oder habe ich jetzt das richtig gemacht? Nein, jetzt ist falsch. So müssen wir. Erstmal, wir mussten erstmal hier lang, um das Ding da aufzumachen. Und die Dinge kann man nur treffen, indem man die da vorne am Kopf trifft. Da hinten kriegt man fett Damage. So. Und wir rollen durch. Niu, wumm. Und das ist der gleiche Spaß. Das ist wirklich das Beste am ganzen Sonic-Spiel. Niu, mega Tempo, Spaß, Power, man. So, wir rollen hier durch. Niu, wumm. Jetzt holen wir uns erstmal das nächste Leben. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich echt viel weiß gerade. Was gar nicht so geplant ist. Da ich eigentlich recht doof bin immer. Aber egal. Wir gehen hier lang. Dann sind wir hier. Und hier ist der Sonic, den wir gerade gesehen haben. Und dann gehen wir hier durch. Dann sind wir wieder hier. Und dann rollen wir wieder runter. Bam. Das ist echt witzig. Das ist toll. Aber vor allem, ich habe ja mal dieses Sonic für ein, also so ein DS-Sonic. Also nicht dieses Rollenspiel-Ding. Sondern so richtige Jump'n'Run-mäßiges wie das hier. Und es hat echt keinen Spaß gemacht, weil man wirklich nur nach rechts gedrückt hat. Das ist aber auch nicht normal, oder? Dass man nur nach rechts drückt im Spiel. Weil dann rennt der und dann kann man einfach dabei zugucken, wie die da lang rennen. So, hier muss man jetzt erstmal gucken, wie weit man geht. Hä? Ach, ich habe über... Hä? Ich habe wieder ein Leben bekommen? Das läuft ja super hier. Ohne ein Safe State zu machen. Yay. Wir müssen nämlich jetzt hier rein. In der Mitte. Irgendwo mussten wir da dann nach rechts gehen einfach. Wie ihr gerade gesehen habt. Dann gehen wir hier lang. Hier haben wir von die Tür aufgemacht. Dann gehen wir da lang. Was war denn das jetzt? Bam, bam. Fliegt da hoch. Yeah, 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 yeah. Ich glaube, gleich ist auch schon der Robotnik da. Yo, Robotnik. Doch nicht. Dann nächstes Level? Ach, verdammt, da war noch ein Level. Ja, das war nervig, das nächste Level. Das war doof. Muss man wirklich mal sagen, das nächste ist doof. Dann... Super. Mach weiter. Los. 11 Leben haben wir. 11 Leben, Mensch. 11. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 11 Leben. Stellt euch vor, ihr hättet 11 Leben. Ihr würdet 888 Jahre werden. Oder so. Wenn man einfach mal sagen will, man wird 80 Jahre alt. Dann wird man ziemlich alt, du. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Dann fliegen wir da hoch. Nein, ich will da nicht hoch. So, dahin. Da geht's nicht weiter. Super. Das hat's voll gebracht. Dann gehen wir hier lang. Los, Needlemaus, renn. Es wurde ja übrigens, damals, als man über, also Alex Kidd war ja tot, weil er nur noch scheiß Spiele gemacht hat. Oder mit ihm nur noch scheiß Spiele gemacht wurden. Weil das erste war wirklich das Beste und danach war nur noch Rotz da. So, hier gab's das Leben. So eine Kinderspiele zum Beispiel, wo man nicht sterben konnte, wirklich. Und dann... was habe ich jetzt hier gemacht? Da will ich hoch. Ah, leck mich. Geh mal hier lang. Ja, also in diesem Spiel, also in diesem Level, beim ersten Mal ist man echt überfordert, wo man lang gehen soll. Hier gibt's auch den Tipp, sammle einfach Ringe ein und wenn du keine Ringe mehr siehst, dann weißt du, dass du da schon warst. Aber mal ehrlich, nach dem ersten Mal hier kennt man das. Vor allem, weil ich es heute schon zweimal gemacht habe. Gehen wir jetzt hier lang? Da waren wir jetzt hier schon. Ah ja, da sind wir runtergesprungen, glaube ich. Hoffe ich, sonst würde ich irgendwas verpassen, aber egal. So, da unten geht's dann wieder zum Anfang zurück. Jetzt gehst du auf. Super.
Now, Nivam. Und ich finde auch, also mal ehrlich, da kann niemand was gegen sagen. Sonic ist einfach cooler als Mario. Weil seine Schuhe, weil, also in den Mega Drive Teilen hat er rote Schuhe an. Wusstet ihr, dass die roten Schuhe sollte er von, also die roten Schuhe hat er von Michael Jackson, der auch den Soundtrack, so irgendeinen Soundtrack vom dritten Teil von Sonic mit komponiert hat. Ja, wir sind jetzt im letzten Level-Dingens, das wirklich nochmal reinhaut, dass dir voll den Arsch aufreißen wird. Hier gibt es Kanonen, also das Level geht ja jetzt noch. So, wenn man weiß, wo man lang muss, dann geht das alles. Ja. Moment.